Weite den Grad schon. Sollte ich auch eigentlich alleine hinbekommen. Ja, Qualen, pass auf. Oh, ja, perfekt. Das war schlecht. Das war zu spät. Das ist jetzt sehr schlecht. Der kommt da jetzt im Leben nicht raus. Wir müssen im Prinzip die. Ja. Ja, der wird jetzt sterben. Das ist jetzt. Die Qualen habe ich nicht gesehen. Ja, der ist jetzt jeden Moment tot. Ja, der hat jetzt. Ich habe gerade eine Qualle getroffen von hier. Ich bin gerade mit. Ja, noch eine Qualle getroffen. Ja, der ist jetzt tot. Guck mal, wie blutig er ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Ark. Weißt du was? Zusammen mit dem Jan Lukas. Hallo. Hallöchen. Heute wieder eine. Jetzt lass mich mal runter. Eine längere Folge. Und zwar gehen wir heute ins Wasser wieder. Und wir wollen da wieder Ressourcen sammeln. So wie wir es letzte Mal schon gemacht haben, wo wir dann aber in der Höhle gestorben sind. Heute gehen wir aber nicht in die Höhlen. Heute wollen wir einfach nur Ressourcen farmen. Deswegen wird die Folge wieder was länger. Wir wissen auch noch nicht, ob wir die Folgen schneiden oder hier die Folge schneiden oder nicht. Das sehen wir dann selber später mal. Ja, und Plan ist, dass wir versuchen, diese Loot Drops zu finden im Wasser für die verbesserten Pelzrüstungen. Ja. Dass wir halt auch mal die Eishöhlen in Angriff nehmen und ich glaube, in der Eishöhle würde auch normale Rüstung ausreichend sein. Problem ist halt nur, die Gegner sind da recht stark und dann wären wir One-Hit mit der schlechten Rüstung. Und richtig. Da oben ist ein Kevin, der da rumläuft. Siehst du den? Jo, lol, was macht er denn da? Den würde ich jetzt erst klatschen wollen, weil der kann auch mal aggressiv sein, weißt du? Den müssen wir aber dann richtig schnell geklatscht bekommen. Weil wo ist denn hier alle Dinos aus. Optimus Prime, Anführer der Autobots. Ist tot. Ja, perfekt, gut. Ich lande dann auch wieder. Gesunder Kevin-Kram. So. Ja, dann schwingen wir uns jetzt eigentlich direkt auf die Haie, oder? Ich wollte gerade sagen, ja, dann müssen wir jetzt sind. Oh, ja gut, willst du dich direkt auf die Haie schwingen? Ja, oder? Ich würde vielleicht Tauchausrüstung mitnehmen, ja, moin. Ne? Wäre vielleicht, also ich weiß nicht, ne? Möglich. Ich muss gerade überlegen, in welcher Folge sind wir denn heute? 133 müsste es, glaube ich, 133? Sein. 133? Ja, müsste eigentlich 133 sein. Mhm. Ja, stimmt wirklich. Oh nein. Ah, ehrlich. Ah, bist du. Stimmt wirklich. So, dann machen wir hier mal. Gut, dass du so viele mal hergestellt hast. Ja, ich weiß, danke. Stimmt wirklich. Stimmt wirklich. Ich habe 32 Fleisch. Ich nehme mir noch hier Fleisch mit. Ich muss mal gucken. Ich habe noch genug Fleisch. Ich nehme mal Betäubungspfeile mit. Ich nehme mir aber auch normale Pfeile mit. Ich habe einen Frosch im Hals, ey. Warum denn? Ich habe gerade eben Snickers gegessen. Keine Ahnung. Okay. Ich nehme ja, wie gesagt, mal normale Pfeile mit, falls wir in Kampfsituationen kommen sollten. Nimm den auch eine Pike mit. Hast du eine Pike? Ja, die Pike habe ich sowieso, aber ich muss auf jeden Fall eine Ersatzpike mitnehmen. Ach so. Ja. Und ich glaube, ich habe alles, was Rüstung, ich brauche. Ja, Schwimmflossen, Maske. Ich habe ja hier die Map mit den Loot Drops. Hose haben wir keine. Wie viel hast du jetzt mitgenommen? Wie viel Tauchausrüstung? 3. Okay, dann nehme ich auch 3. Also eine quasi zum Anziehen. Ich repariere aber gerade die hier noch, weil die eine ist so ein bisschen angekratzt. So. Wo habe ich denn jetzt die Map? Map heißt Karte. Da. Ja, heute ist Plan. Diese Loot Drops finden wäre cool. Mhm. Aber die sind halt sehr, sehr selten. Die Haie leveln und halt Ressourcen farmen von diesem Speckfisch und so was, dass wir halt da schon alles fertig haben. Du bist ready, oder wie? Warum hab ich dich nicht gegriffen? Weil ich zu schnell und zu flink bin. Nein, weil Ark ein verbuggtes Spiel ist. Stimmt wirklich. Stimmt wirklich. Der Kerl. Hier sind ganz viele Pauls, warum auch immer. Darum geht's heute nicht, Jan Lukas. Unter Wasser. Wir müssen halt jetzt schon direkt wieder von Anfang an sagen, es könnte kritisch werden. Ja, wir können halt auch wieder draufgehen, dann können wir uns wieder ein Heizen.
Oh, Alter, da ich würde eigentlich... Und der ewige Kreis. Gar keinen Bock drauf, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Hätte ich richtig Anti-Lust. Du hast doch keinen Sattel drauf. Ich flieg da mal kurz zurück, ja, ne? Ich bin gleich wieder ja, da. Ja, mach du mal. Ich mach schon mal hier schon bei Hai haben. Ich guck schon mal, was da so abgeht. Ja, wir schwimmen zusammen, denke ich, ne? Ist am schlauesten, falls irgendein krasses Tier da sein sollte, nehme ich ja, an. Ja, also wenn so ein Alpha oder sowas da ist, dann ja. Müssten wir schon auch zusammen sein. Oh, ich weiß doch jetzt schon, wir werden uns heute mindestens zweimal über Quallen und Zitterale aufregen. Einmal in deiner Folge und einmal in meiner Folge, oder wie? Richtig. Also kontinuierlich, dauerhaft, immer. Yes, Sir. Was wollte ich holen, Ansatz? Ich glaube, solange du gerade den Sattel noch craftest... Wie heißt der Fisch nochmal? Megalodon, ne? Ja, hol ich mir was zu trinken. Bis gleich. Tu dies. Ja. Jetzt sind wir hier wieder mal, ne? Und ich habe natürlich keinen Megalodon-Sattel. Der fertig gecraftet ist, wäre ja auch zu leicht. Leute, wie geht's euch? Gibt's irgendwas Neues? Was machen Sachen? Irgendwas, was man wissen sollte? Ja, der Sattel braucht viel zu viel. Ich kann mir keinen überragenden Megalodon-Sattel machen. Das ist schon schade. So. Hallo, Lorenz! Hallo! Oh, der Moment, wenn dein Kühlschrank hier oben leer ist und du unten an den Kühlschrank gehen musst. Hier ist gerade irgendwas passiert, irgendein Dino war hier oben und wurde von den Leuten hier zerfickt, aber ja, die stehen jetzt wieder ein bisschen durcheinander, ist jetzt der Nachteil. Doch, ja, schön. Na ja. Oh, ich muss sagen, ich bin heute ein bisschen müde. Ja. Müde, sagt er einfach. Ja, ich frech. Bin heute ein bisschen. Hab ich überhaupt schon einen Megalodon-Sattel gelernt? Sind wir noch nicht fertig. Ich... Leute, wir gehen schon ins Wasser. Ihr habt doch gesagt, geh schon ins Wasser, du Arschloch. Nee, ihr habt den Megalodon-Sattel, glaube ich, noch gar nicht gelernt. Und Ali, Ehrenmann. Ali beste. Der hängt immer in der gleichen Ecke, ne? Ja, natürlich. Das ist so ihm sein Ding, du. Ja, das ist sein Ding, ja, verstehe ich. Oh, nein, bitte drück mich in die Ecke. Drück ihn in die Ecke los. Wo ist der Sattel? Dann wollen wir doch mal. Hä? Ach, sag mir jetzt nicht, den macht man im scheiß Inventar, den scheiß Sattel. Natürlich macht man den Inventar, hast du eine Frage? Inventar? Megalodon, Fasern, Leder, Zement. Ich guck mal, ob vielleicht schon so ein Loot Drop da ist. Ich hab hier auch so ein bisschen die Koordinaten. Mach das, ja. Coordinates, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Was fehlt noch? Solange Leder, du da bist, wie immer Leder. Schwimm ich da einfach mal direkt hin. Direkt? Ohne große Umwege? Direkt, sage ich dir. Direkt. Jo. Ist doch gut. So, wäre cool, wenn wir mal so einen Loot Drop finden würden, ne? Aber wir haben halt ich wollte gerade sagen, gesehen, dass sie schon, weil wir den noch nicht finden. Dass sie halt echt selten sind, ne? Und ich glaube nur zwei oder drei pro Map oder so können gleichzeitig also diese spawnen, Pause so. Hat mir gerade richtig Angst gemacht, ne? Weil ich gedacht habe, okay, was ist denn, wer ist gestorben? Ey. Niemand. Ich musste denken. Noch. Und die Flasche hat mich irritiert. Ich habe eine kalte Eisflasche jetzt hier stehen und jetzt ploppt die immer so, weißt du? Ah, boah, jetzt so, oh. Alter, jetzt hast du mir richtig Bock auf Eistee gemacht. Ich habe auch gerade eben, kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, wo wir deine technischen Probleme am Beheben waren, ja. Habe ich mir so gedacht, ich habe mich hier so in meinem Sitz so umgedreht, so im Kreis, ein so kalter hin und her. Nein, und habe mir so gedacht, Alter, ich hatte extrem lang kein Level-Up mehr. Habe mir gedacht, boah, jetzt so ein eiskalter Level-Up. Ich habe sogar Level-Up-Shaker hier oben in meinem Kühlschrank stehen, aber halt ohne Eiswürfel und da war ich mir da nicht so sicher. Ich glaube, ich werde mir aber gleich einen machen. Weil ich hatte halt jetzt legit lang kein Level-Up mehr. Ist halt... Deswegen warst du Gaming-Technik so schlecht. Oh mein Gott, auf einmal macht alles Sinn. Gaming-Technisch warst du richtig kaka. Ich fühle mich ja eigentlich schon richtig so... Ich bin... Scheiße, ich bin schon wieder viel zu weit hier, glaube ich. Auf was soll ich den High-Skillen, Alter? Stopp. Kann High auf wie viel Bewegungsgeschwindigkeit bist du? Ich passe mich meinen Stats einfach deinen an. Warte. Ali. 103, ich habe jetzt ein Level, glaube ich, drauf gemacht. Okay, dann mache ich jetzt auch ein Level drauf. Ich muss erstmal hier rausschwimmen. Ich muss jetzt hier hinter mal schwimmen. Einfach schwimmen. Oh, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Werde die auch so. Muss ich mir erstmal meine Klamotten anziehen? Natürlich nicht. So. Wo bist du? Also, ich versuche gerade nach Koordinaten zu schwimmen, aber irgendwie fällt mir das gerade ziemlich schwer. So.
Ich gehe einfach mal. Bin ich jetzt komplett beschränkt oder was? Ich bin jetzt mal zwei auf Leben gegangen. Oh, guck mal, Quallen. Ich habe jetzt gerade mal kurz die Priorität bei mir an Leben gesetzt auf meinem Hai. Oh, auf Ausdauer. Oh, Ausdauer brauche ich auf jeden Fall. Oh, ich habe falsch geguckt hier. Aber ich, auf die Koordinate habe ich schon richtig geguckt, aber... Hä? Ich muss zu 23,86. Ja. Das kriege ich nicht hin. Lass mich raten, du schwimmst quasi... Du bist dann auf dem, an der Wand quasi, ne? So, ja, nicht an der Wand. Ja, ich weiß. Ach, scheiß drauf, ganz ehrlich. Wo bist du denn jetzt? Ich bin hier gerade noch am Eingang zum Dings, zum Paradies. Ich bin hier gerade Haie am Klatschen. Ein 108er. Oh, ja, schön. Weißt du, den hätten wir ja letztes Mal einfach gebrauchen können. Aber nein. Oh, Alpha Megalodon. Oh, der hat noch 1000 Millionen Narkosemittel. Oh, ich Level 36. Ich fighte gerade einen Alpha. Jojo. Ja, warte, ich möchte auf jeden Fall mitmachen, weil sonst... Ja, bitte, weil ich habe auch... Ja, genau. Wo bist du jetzt überhaupt? Ich bin jetzt bei Koordinate. Kannst du das so gut gucken? Jetzt muss ich hier auf Koordinaten gucken. 3091. 3091. Jetzt habe ich gefettet. Ich habe alles gedrückt gerade, was ich drücken wollte. Also bist du nach rechts geschwommen, für auf Deutsch gesagt. Warte. Oh. Ja, ich bin down. Ernsthaft jetzt? Mein Hai wird jetzt sterben. Nicht dein Ernst. Okay, ich hatte noch ein bisschen Ausdauer. Ich komme gerade nochmal weg. Weil da war gerade alles. Da war gerade Blesu, da waren Zitterale, da war der Alpha. Ich bin aber nochmal weggekommen. Hätte ich jetzt keine Ausdauer gehabt, ich wäre instant weg gewesen. Warum bist du überhaupt so blind reingegangen? Ich war einfach, ich stand da nur, ich hatte gefettpingert und ich wollte... Ich stand da nur. Nein, der Alpha kommt. Jetzt kommt der mir auch mit Koordinaten, auf die ich noch achten muss, Alter. Warte mal, ich will mal hoch. Anstatt er mir einfach gesagt hat, jo, ich bin nach rechts geschwommen. Ich will mal einfach so lange, bis du mich siehst. Ja, ich bin nach rechts geschwommen. Ach danke, ja, das weiß ich jetzt auch. Der Alpha ist hinter mir, ich komm mal zu dir. Ja. Ja, mein größtes Problem, mein Hai ist halt jetzt auch noch... Ich bin ganz nah an der Küste hier, schwimm Oberfläche an der Küste. Hä? Hey, bist das du? Ich glaube, das bist du, hallo. Nein, hier ist ein Alpha, Hai. Ja, ich habe auch einen im Schlepptau. Der ist hinter dir. Ach, dann ist der hinter dir. Oh, Zitale! Ja, warum gehst du denn so blind da rein? Oh, bitte nicht. Ich bin aufgelaufen. Diese verfickten Zitale, ne? Ja, gut, der lässt gerade mal locker. Ich kann Ausdauer aufladen. Ja, ich sehe, ich habe den... Oh Gott, der kommt in meine Richtung. Ich muss auch Ausdauer... Ja, gut, wir werden dann... Das wird eine kurze Folge, Leute! Ein ausdauervolles Fighter. Siehst du? Ja, ich bin jetzt auch gleich. Jetzt kommt der Hai auf mich zu, die scheiß Zitterhalle. Ich habe keine Ausdauer. Ich. Oh, Ficken, ey. Ich versuche den anzufighten. Das wird sehr kritisch. Sind auch noch Quallen in der Nähe. Kommst du weg? Ich komm weg, ja, aber ich höre die Zitterale immer noch hinter mir. Weißt du, wir wollen kein Alpha klatschen im ersten Augenblick gerade mal. So, ich kann jetzt hier gerade mal force feeden. Oh, Alter, warum hab ich denn, ich hab quasi keine Ausdauer. Wo du das weggekommen bist, ach, der Hund lädt ja auch Ausdauer erst auf, wenn du von dem runter bist. Ja, genau. Warum sind jetzt hier auch diese scheiß Zitterale, ey? Ja, lädt sie gar nicht auf. Ah. So, Leute, erster Fight. Komm dann jetzt auch, ich bin auch da. Hey, warum zieht der durch? Ist der schon so blutig oder was? Weiß ich nicht, wo bist denn du? Ach, da oben. Ich glaube, meiner scheiß Zitterale wirklich, ne? Alter, der ist aber schon blutig, Alter, diese Zitterale. Die sind einfach nur maximal nervig, Alter, wirklich. Und die gefühlt machst du halt auch einen Zitter an. Keinen Schaden, ne? Der ist jetzt gleich da, da ist er da oben. Der ist dead. Hey, das ging ja voll easy. Jetzt müssen wir absolut wegschwimmen hier von den Dings. Wer hat den gekillt? Oben an dem Wasser, aber ich weiß, ich glaube ich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ich persönlich ein neues Level up. Hä, war ja doch voll easy. Lul. Oh mein Gott, Alter, erstmal hier ist auch an Land. Elf Level! 26 Level hat mein Hai! 26 Level! Ich hab 11! Ja gut, hast du den auf jeden Fall gekillt. Ausdauer, erstmal. So, 4000 Ausdauer. Nahkampfschaden gehe ich auch ein bisschen drauf, obwohl der da ganz okay ist. Und Leben.
Ich hätte auf Gewicht noch ein bisschen gehen. Oh, warte mal, ich kann einfach den hier machen. Ich bin ein Idiot, Alter. Was ist denn da jetzt? 383 Schaden mache ich jetzt. Alter. Ja gut, deiner war auch High Level nochmal, ne? Ja. Oh, der hatte ja noch mehr Leben. Oder noch mehr Level gehabt. Hast du eigentlich den Zahn? Ne, was war das? Was kriegt man von dem? Ich hab nichts bekommen. Du hast das anscheinend bekommen. Du was kriegt man nochmal von dem? Die Flosse. Nö, hab ich auch nicht. Dann liegt die da noch rum. Wo haben wir den denn geklatscht? Ja, nicht weit weg eigentlich. Meiner geht gerade noch so schnell das Level hoch, Alter. Das ist unfassbar. Was hab ich? Wie viel Level ab hab ich? Ich hab eins. Okay, das spart mir auf jeden Fall auf. Ja, ich glaube, ich sehe die Tasche. Ja, da ist die Tasche. Jo. Hat mal hier den hier. Quallen und so, ne? Also passiv. Ja, ich töte jetzt die Quallen. Weg mit dir. Ich muss auch mal jetzt meine normalen Pfeile reinziehen, Alter. Ja, dann kannst du halt gute Quallen töten, ne? Ja. Die drei kommen noch. Sind beide tot? Ja, ich habe die beiden schon getötet. Moin. Die halten halt auch nicht viel aus, ne? Das müsste eigentlich das Inventar von dem sein. Ja, hier sind auch die Flossen. So, ich hab die Flossen. Die sind auch schon mal gut. Ob ich die Qualle da hinten treffe? Muss ja, Leute, wir müssen halt mal schauen jetzt, wie lange wir überhaupt diese Folge gestalten. Ich hätte jetzt mal so angesetzt, eventuell eine Stunde. Wenn wir die schneiden, noch was länger sogar. Kommt halt drauf an, was wir hier so für Sachen finden, ne? Ist das normal, dass man so nah an die dran muss? Nö. Ah, doch, jetzt, ja, macht Sinn. Du musst halt nur in die Fresse schießen. Ja, ich hatte halt bei mir gerade gar nicht getroffen, deswegen, weil es zu weit weg war. Ja, sonst geht der Qualle gut, oder was? Ah, ich hab die auch gerade gekillt. So, Alter, Heike, komm mal her, ey. 260 ist die jetzt. Mashallah. So. So, ja, weiter geht's. Ich wollte gerade fragen, wo ist denn dein Alpha? Hä? Ja, es war ja deiner. Ja, er war ja mein. Ja, aber du bist quasi an mir vorbeigeschwommen. Aber auf jeden Fall schon mal gut, dass wir wissen, der war glaube ich Level 26, dass wir die Alphas damit schon klatschen können, ne? Ja, klar. Klar, so ein Mosa ist halt nochmal was anderes. Bist du hinter mir? Ich bin genau an deinem Arsch. Na, guck mal, Quallen. Also auf unserer Liste stehen quasi Speckfisch, Mosa. Ja. Und Tintenfische und Alpha, theoretisch. Alpha. Ja, also Mosa ja noch nicht mal, weil der... Ich wollte gerade sagen, Alpha-Mosa allerhöchstens. Der so kam aus der... okay, bestätigt. Der Hai kam legit einfach aus der Wand. Hinter dir sind Quallen, pass auf, ne? Naja, hab ich gerade gemerkt. Naja, und Zitteraal auch schon wieder. Ja, zieh durch, da die sind direkt hinter dir. Alter, das... Es gibt nur eine Sache, die mich nervt. Ark ist ein komplett schönes, angenehmes, spielendes Spiel. Außer auf einmal ploppen die Gegner auf, weißt du? Quallen. So, ich sehe die Quallen leuchten dick fett in der Gegend rum. Auf einmal aus dem Berg. Oh, guck mal. Hier ist noch ein Zitteraal auf einmal hier. Super. Ja, moin. So eine Scheiße, Alter. Ja, Haie wieder viel zu knapp gefühlt, Alter. Haie brauchen wir eigentlich nicht fighten, so, ne? Ja, lass Haie skippen sozusagen. Und wir gehen jetzt wirklich nur. Wir sind jetzt nach rechts geschwommen und jetzt wieder nach links zu schwimmen, ne? Ja. Ich schwimme aber lieber in hier die Richtung, muss ich sagen. Meinst du, weil es so also schön ins Schneegebiet, damit es richtig kalt wird, ne? Richtig, korrekt, so sieht's aus. Naja, verstehe ich. Oh, hier ist ein Mosa. Ja, lass den Mosa klatschen, komm. Ja. Welches Level hat er? Alpha! Vielleicht ist ein Alpha, war mir klar. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt ja einfach die Farbe. Die Farbe, sage ich schon. Level 12. Immer schön von hinten. Wieso ist er so schnell? Immer schön von hinten, warum ist er so schnell? 419 Schaden. Ja, der Wendekreis, ey. Auf einmal kommen 10 Haie hier, noch ey. Oh nein. Ja, der macht's. Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. Jetzt geht's hier los. Jetzt geht's hier wieder los. Sobald die... Okay, ich muss mal kurz ein bisschen Abstand nehmen. Ich hab hier den Zitteraal mal von dir weggeholt, die Zitterallee. Ja. Alter, du hast auch ein Gefühl, guck mal, 30 Schaden mach ich an den Kackviechern. 30 Schaden. Also, Zitterale sind down, der Chitinhai geht mir sehr hart auf den Sack. Hälfte Leben. Du? Ja. Ich auch. Ich hab den Alpha aber festgesetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott.
Ich komme jetzt im Leben nicht mehr raus. Ja, ich glaube, ich komme nicht mehr raus. Ich werde sterben. Du musst wegschwimmen. Ich komme nicht raus. Ich häng im Alpha drin. Alter, hier ist alles. Ja, ich bin jetzt tot. Ich bin jetzt tot. Jeden Moment bin ich tot. Ich bin rausgekommen. Ich muss absolut durchziehen. Ich hab minimal Leben, Alter. Minimal. Der ist tot. Der ist tot, der Alpha. Ja, perfekt, Alter. Jetzt krieg ich die Level nicht. Ja, doch, der ist. Ich hab den. Komischerweise hab ich ihm auch keinen, Alter. Diese scheiß Chitinfische. Könnt ihr euch mal bitte verpissen? Alter. Das war aber schon wieder aus dem Nichts kamen alle. Unbelohnt gerade. Alle Tiere. Aber guck mal wegen den 100 Perlen. Ja, ich muss mal kurz hier die Chitinfische erstmal von. Alter, verpiss dich! Muss vorstehen. Die haben auch einen Panzer, die Kackfische, ne? Und gerade mal von dem Hai runter, dass ich Ausdauer auflade. Merkst du halt direkt, ne? Alter, da unten liegt der Moser. Ich hab da auch gesehen, wie du gerade rausgegangen bist in der Sekunde. Das war wirklich so sackhares Breit, glaube ich. Ich hatte nur noch 400 Leben. Von 4000. Aber legit, er ist eine Sekunde nachdem du quasi weg warst, gestorben. Unbelohnt. Ich habe nämlich ein Level jetzt dazu bekommen. Unbelohnt finde ich dieses scheiß Primate, ne? Es ist so nervig. Alter, wie viel hält denn der scheiß Chitinfisch aus, bitte? Das kann rüber. Das kann raus. Der ist auch gerade aus dem Nichts gestorben, auch wegen der Blutung. Ah! Wegen der Blutung ist der. Weil der nachblutet. Wie viel Level hat dein Heil dazu bekommen? Gar keins, weil ich ja hochgeschwommen bin. Gut, ich habe 2 Level, das ist auch nicht von dem Alpha. Wahrscheinlich, weil der an der Blutung gestorben ist. Ich guck mal gerade bei dem Alpha ins Inventar. Ja, wie riesig der ist. Ja, 100 Perlen. Nice. Fisch, verpiss dich jetzt gefälligst. Alter, warum... Achso, ich habe keine Aus... Ey! Wildcard Studios, ich bitte euch um eine Sache. Fixt das scheiß Aufladen der Ausdauer auf den Haien, Alter. Wie sieht das denn aus? Seriös. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal zurück. Ich bin nämlich scheiße langsam. Scheiße langsam. Meine Fresse, so Ausdauer. Ich gehe nochmal auf Ausdauer. Nehme ich mal mit. Und auf Gewicht. Schaden habe ich tatsächlich ganz okay. Hast du soweit alles aus dem rausgeholt, was wichtig wäre? Ja, ich habe eigentlich alles rausgenommen. Ich baue den jetzt nur ab, force-feede mich ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, baue den mal ab, einfach auch für das Zeug, was der halt so dabei hält. Ja, ich habe nur noch Primate rausbekommen. Perfekt. Kannst du mal in dein Inventar von meinem Hai gehen? Ja, eine Sekunde, sofort. Weil dann können wir die Perlen mal halbieren, die können wir direkt mal wegbringen, weil ich bin viel zu schwer. Viel zu schwer. Alles klar. Oh, der Hai, der kriegt's auch wirklich hin zu hören. Ne? Ich schwöre, der hört aufs Kommando. Alter, guck mal, wo wir sind. Wir sind am Arsch der Heide hier. Ja, dann bringen wir jetzt erstmal die Perlen weg, ne? Jo. Zum Beispiel hier können wir jetzt dann einen Cut setzen und dann seht ihr uns wieder, wenn wir wieder in der Action sind. Da ist mein Hai auch ein bisschen wieder hoch. Er sagt, wir sind am Arsch der Heide, wir sind absolut hinter der Akroinsel. Ja, ich meine aber so voll in der Ecke da, weißt du? Wo sind noch am Rand der Map entlang geschwommen. Alter, ey, wieso ist... Ja gut, der ist gerade zu... Es ist... Zu schwer, ne? Alles zu schwer, ja. Im Prinzip sind die 2 Taucherflaschen, die wir auf Reserve haben, schon zu schwer für die Haie momentan noch. Müssen die halt jetzt leveln, gleich, ne? Meine normale Rüstung packe ich auch gleich raus, die habe ich noch dabei, die packe ich jetzt in Adler. Die habe ich schon in Adler gepackt. Ist das dann Alpha? Der sieht so groß aus. Ja, ist ein Alpha bei mir, ein Alpha-Hai. Wo? Oh, hinter mir sind 2 Plesios. Level 30 bei der Insel. Der ist genau an der Insel dran, an der Akku-Insel. Oh, 2 Plesios hinter mir. Nee, ich kann jetzt auch nicht fighten. Nee, ich schwimme jetzt gerade nach unten, dass der mich hoffentlich nicht. Und ich schwimme nach oben, dass die Plesios mich in Ruhe lassen. Ja, wie gesagt, pass auf, an der Akku-Insel ist auf jeden Fall. Also, ja, die Plesios haben sich, glaube ich, in Ruhe gelassen, wenn die das hier sind, die ich sehe. Ja, die 2 da. Erstmal die Sachen safen, dann können wir den Alpha auch theoretisch klatschen. Ja, dann lass den Alpha klatschen. Ich glaube, von dem Alpha die Level, wenn ich da
welche bekomme, die gehe ich dann alle auf Gewicht. Und dann gehe ich so nach und nach die anderen Stats durch. Ich schwimme dir mal hinterher, du weißt ja, wo der ist. Ja. Es wäre halt schon krass, wenn wir theoretisch schaffen würden, den mit den Haien so richtig schön runter zu knocken, dann abzusteigen mit der Pike, so die letzten Hits zu machen. Das würde, glaube ich, uns auch richtig gut Level-Boost geben. Das stimmt, aber dann würde ich, glaube ich, mit den Landtieren machen, weil ich will die Haie halt auch ordentlich eigentlich leveln. Deswegen würde ich die Alpha Star mitnehmen. Ja, finde ich sowieso, ist in dem Spiel tatsächlich ein bisschen schlecht gestaltet, so in manchen anderen Spielen. Selbst in den alten Pokémon-Spielen, du hast mit Glumanda angegriffen, zwei Schläge gemacht, bist auf Shiggy gewechselt und das Tier, der Gegner hat verloren, sag ich mal, ist gestorben. Mhm. Ja, und beide haben XP bekommen, so ist halt hier nicht, ja. Das ist halt irgendwie doof gemacht. Ja, ist schade. Vor allem die XP werden ja sogar aufgeteilt, wenn du jetzt was am Craften bist, krieg ich nur in der Anwesenheit XP. Warum haben sie es dann hierbei nicht auch so gemacht? Warum ist der Blasio so weit oben hier? Weiß ich nicht, weil er sich verirrt hat wahrscheinlich, der Arme. Ich schwimme ja eigentlich nie so weit oben. Eigentlich nicht, ne? Ja, die Klimaerwärmung. Ja, ja. Da vorne ist er. Oh ja. Der Schwarze. Komplett schwarz. Welches Level ist er? Der sieht aber auch stark 30. aus. 30. Geht er so schnell wie gerade eben der? Keine Ahnung, welches Level war der eben? 28 oder so. Ja gut, dann... Aber der sieht halt optisch nochmal schöner aus. Ich wollte gerade sagen, der ist halt schon... Der hat Alpha-Potenzial, sag ich mal. Das ist so... Vor dem hätte ich auch Angst, wenn er mir begegnet. Ich esse hier gefühlt alles außer den Alpha. Ah, jetzt haben wir ihn festgesetzt so ein bisschen, ne? Oh, der ist schon gut blutig. Ist tot. Ist weg. Ah, ich glaube, der ist schon wieder an Blutung gestorben. Ich habe auf jeden Fall mal Level. Ich habe auch Level. Frage ist jetzt, wie viel? 138er Megalodon. Zwei Level habe ich dazu bekommen. Ein Level. Ja, dann ist er wieder an Blutung gestorben. Da gehe ich mal ein Level auf jeden Fall auf Gewicht. Ich gehe auch eins auf Gewicht und ich gehe eins. Wie viel Geschwindigkeit hast du nochmal? 103%, ne? 103. Ich bin jetzt ein Level drauf gegangen. Megalodon-Zähne brauchten wir nicht mehr, ne? Nein. Oh, interessant, du bist einmal auf Geschwindigkeit gegangen. Ich musste dreimal drauf gehen, weil ich nur 1% Geschwindigkeit dazu bekomme immer. Oh, hier ist ein Speckfisch. Ich meine, ich wäre nur einmal drauf gegangen. Ja, ich bin jetzt auch bei 103%, das passt ja dann, wenn beide 103% haben. Ja, meiner kann auch ein bisschen schneller sein, aber dieses Level werde ich am Ende leveln so. Ja, wie gesagt, wenn du genauso wie ich nur 1% pro Level draufsetzt, ist das sowieso eigentlich gar nicht mal lohnenswert. Wie wir die zerfleischen. Da ist die Tasche. Boah, ja, Öl. Man sieht sich dann im nächsten Leben. So viel Öl habe ich keinen Bock mitzunehmen. So, Speck. Schon wieder ein Level dazu bekommen. Ja? Ich gehe nochmal auf Ausdauer. Ich habe das Gefühl, die Ausdauer frisst das Ding gerade hier ziemlich auf. Da ist ein Plesi, der kommt jetzt genau auf uns zugeschwommen. Ja, wo? 3, 2, 1. Ah, da. Hallo. Moin, Werner. Gibt die eigentlich irgendwas Besonderes, so an Spezial-Loot, sag ich mal? Ich glaube nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was... Ach doch, ein Leuchtpistolen-Skin. Super! So, Leder nehme ich aber noch mit. Ich schmeiß tatsächlich alles raus, was mich zu schwer... Alter, diese Linien, die du immer da bildest, unter was ist immer geil. So, dann geht's mal weiter. Ja, mal ich schwimme die wieder hinterher. Ja. Hoodies. Mal gucken, was wir noch so finden hier. Jetzt so, oh, guck mal, ein Alpha. Ich glaube, hier ist noch ein Speckfisch. Ja, moin, ach, ich glaube, wenn wir mal nach den Loot-Drops gucken, dann schwimmen wir einfach mal beide gezielt dahin. Dann machen wir, wie wir die letzte Loot-Drop-Folge mal gemacht haben. Weißt du, so was machen wir dann einfach mal im Wasser und gucken einfach mal. Mhm, habe ich schon richtig Bock drauf, Alter. Weil die Ironie halt so hört man raus. Es war so deprimierend, nichts zu finden halt einfach. Hier müssen wir uns auf jeden Fall aber auch mal zähmen noch. Ja, ja. Weil er so immun ist, ne? Schön.
Das High-Inventar, ja, Lootbox. Ich gehe an den Lootdrop. Ein Lootdrop, sagst du? Achtung, High hinter dir. Easy, easy. Ja, tatsächlich easy, easy. Der ist im Stot. So. Alter, dieses Scheißöl, ne? Oh mein Gott, dieser Loot. Ich bin schon wieder ein Level up. Hä, wieso kriegst du die ganze Zeit Level up und ich nicht? Weiß ich nicht. Ah, weil ich meine, vielleicht schon ein bisschen eher gelevelt hab, ne? Ja, klar, du hast ihn ja. Oh, Alter, schon wieder hier. Ach, selbst diese Kack-Anglerfische sind hier die Lootkisten in Ark, Alter. So, dann gehe ich jetzt nochmal auf. Sehr viel Level. Gewicht. Level, das habe ich 500 Gewicht. Wo bist du? 500 Gewicht hast du. Ich habe jetzt 426. Ich bin einfach nur zwei Meter weiter geschwommen hier in den Stein. Da, wo dieser Chitinfisch ist. Ach, da ist er. Ja. Ah, der Mose hat er wieder richtig gegönnt. Hier ist so ein großer Fisch. Männlicher Megalodon. Großen können wir auch mal anfalten. Disrespect. Ja, pass auf unseren Quallen, ne? Oh, Alter, wie schnell ist er denn? Der hat übelst gerade das Movement. Ich guck grad gar nicht an den ran hier. Jetzt ist er dead. Level 11. Ne, Level 1 sind die immer. Okay. Fast 500 Leder. Die sind immer Level 1. Ach so. Oh, das, nein, das ist der Lachsfisch. Ich hab mein komplettes Inventar jetzt voll mit Lachs, Alter. Nee, hast den abgebaut, oder was? Ja, ich bin. Pass auf, das waren auch wieder Quallen, ne? So noch. Oh, der Hai hinter mir, ach Alter. Oh, ich hasse Unterwasser. Du hast halt keinen Moment, wo du mal irgendwie atmen kannst, ne? Doch, wenn du an der Oberfläche schwimmst. Ja, selbst da schwimmen die Haie hinterher. Easy, easy. Ein Tintenfisch hätte ich halt gern noch, so, ne? Ich muss jetzt mal sowieso mal Ausdauer jetzt jede Sekunde aufladen. Haie hinter mir oder so. Ja, der kommt auch hinterher, der Idiot. Ausdauer? Habe ich noch ein bisschen. Aber wenn du auflädst, lade ich auch auf. Hier ist gerade friedlich. Bei mir nicht. Verpiss dich doch, bitte. Raus. Dankeschön. Oh, dann baue ich den wieder aus. Ich habe keinen Bock mehr. Ey, unter Wasser macht einfach ist so anstrengend, ne, wirklich. Weißt du, jedes zweite Tier macht dein Inventar quasi voll. Ja gut, das stimmt. Oh, guck mal, ein Bogen. Super. Da Leder weg. Pfeil und Bogen. Scheiße. Nein! Oh, Alter, super blärt. Wie viele Ichis hier sind? Wo ist jetzt mein Hai? Nein! Ja, brauchst du Hilfe oder was? Nein, nur der ist gerade schon wieder nach dem Kampf wieder einfach 10 Jahre weiter weggeschwommen. Steh die Ichi-Family. Steh ich auf dem drauf, mach dem in sein Inventar leer. Zufällig kommt ein Hai vorbeigeschwommen und denkt sich so, guck mal da, ein Happen. Ein Hai-Happen, verstehst du? Wie süß, die ganzen Ichis, lul. So, wo bist du? Hier auf so einer offenen Fläche hier. Ah ja, na gut, das ist ja unter Wasser eigentlich relativ einfach rauszufinden, wo das ist. Ja, einfach am Grund entlang schwimmen, so. Hinter mir sind ganz viele Ichis. Muss ein bisschen aufpassen. Ich sehe nur ganz viele Perlen. Ach, da sehe ich dich. Hallo. Lol, Alter, Alter, was hast du denn da für einen Ichi-Schwarm? Ach du Scheiße. What the fuck? Voll Oha. Cool. Oha. Ich wollte aber den Hai eigentlich anfeiten, aber ich will die Ichis nicht töten. Verständlicherweise. Was haben wir denn hier noch? Level 24 und Level 18er Anglerfisch, nicht? Was haben wir hier? Level 24er Megalodon. Es ist so deprimierend, ne? Kein Loot-Drop irgendwo. Megalodon. Ja, die sind halt auch übel klein und jetzt achten wir halt auf Null darauf. Ist halt jetzt auch, ne, die Frage, sind die in den Höhlen manche versteckt? In diesen, ja, kleinen Höhlen, die großen. Achso, in den kleinen? Heißt, wenn wir, Keine Ahnung. Heißt, wenn wir irgendwo Blubberblasen finden, mal reinlunzen, vielleicht ist da ja eins drin. Das könnten wir tun. Und wie gesagt, auf der Map, die ich da hatte, waren nämlich die Höhlen und die Loot-Drops eigentlich zusammen auf einem Fleck. Hier ist richtig schön kalt. Ich habe mir, glaube ich, die falsche Map rausgesucht. Map heißt Karte. Wuhu. Ja, Zitteraal kam aus dem Boden. Schön. Ja, die kommen wirklich aus den Wänden. Irgendwo habe ich schon gerade Zitteraale gehört. Alter, oh, mein Ding ist kaputt gegangen. Nervige.
Scheiße, wirklich, ne? Mal an. Megalodon ist durch Schwimmen eins aufgestiegen. Welches Level bist du denn bitte? Hallo? Kommst du klar? Okay, der ist ein High-Level-High. Der ist safe über Level 100. Ein High-Level-High? Ja, der hält jetzt 168, oh mein Gott! Ja, moin. Das ist so Zähnpotenzial eigentlich. Ja, die bin gerade durch Zitterale geschwommen, die einfach aus dem Nichts kam. War 168, cool. Alter. Das war meiner ja fast noch Low-Level. Der war im Gegensatz zu dem Low-Level. Nicht nur fast. Ja, stimmt. Ich bin schon wieder ein Level-Up, Alter. Ich gehe auf... Ich hab gerade eins mal auf Gesundheit gemacht. Na, Gesundheit habe ich gerade eben auch schon ein paar Mal geskillt, so willst du dich wiederfinden. Ich schwimme einfach mal weiter in die Richtung. Einfach an der Border entlang, ich bin genau am Rand. Okay. Ich mag unter Wasser, muss ich sagen. Ist immer wieder eine pure Freude, mein Herz geht jedes Mal wieder auf. Hat was Beruhigendes, ne? Total, dieses zitternde Geräusch, ich muss jetzt auch mal meine Ausdauer nochmal aufladen. Dieses Zittergeräusch von den Zitteraalen ist auch immer so ein Knistern in den Ohren, das ist schon angenehm. Zittergeräusch von den Zitteraalen? Ich kann ja gerade nichts. Das ist auch so ein Kack. Du kannst halt unter Wasser halt auch nichts essen, ne? So, ich bin jetzt wegen Kälte. Wo bist du wieder hin? Da vorne. Ich schwimme nie weit weg, ich schwimme immer nur so 1-2 Meter. Gut, dann habe ich dich in den 1-2 Metern aus dem. Ach, da bist du. Schwimm an der Borde entlang, ich schwimme quasi da. Auf einmal ist er weiter links. Ja, ich bin gerade mal ein bisschen in die Mitte. Und mich selber force feeden, Alter. Ich bin ein bisschen gerade in die Mitte geschwommen, weil keine, ich sag mal, großen Tiere mehr kamen. So, die man mal fighten könnte, weißt du? Ja, jetzt so eine Höhle finden wäre schon geil, dann könnte ich mal force feeden. Ich bin halb tot halt, ne? Ist hier zu kalt oder wie? Ja, arschkalt. Ja? Mir ja. Gar nicht. Ich habe ja auch, wie gesagt, oh, hier ist ein Tintenfisch. Ui, angreifen. Oh, er hat mich gepackt, der Kerl. Ich hau ihn hier auf den Kopf, da hängt er ein bisschen stuck. Ist nämlich ganz angenehm. Ja, perfekt, ich hab's nicht geschafft. Und da bin ich blind und da ist er tot. Ich habe auch alle Sachen bekommen. Ich schwimme einfach mal straight nach oben. Ja, ich auch. Hier waren auch noch diese kleinen Krebse. Ich schwimme safe gegen die Wand, ich weiß nicht, wo ich hinschwimme. Ja, ich sehe, jetzt sehe ich wieder was, glaube ich, oder? Ich bin die ganze Zeit gegen die Wand geschwommen. Ja, ich auch. Ich muss gerade mal kurz an Land gehen, ich muss essen. Okay. Jawohl, Alter, hier. Ich hab komplett das Inventar wieder voll mit Scheiße. Oh nein, der gibt auch so Lachs-Scheiß oder was? So Lachs-Scheiß. Ich hab 500 Keratin, obwohl das wiegt nicht so viel, das behalte ich einfach mal. Keratin können wir aber auch gebrauchen. Oh mein Gott, ich muss absolut hochschwimmen. Ich hab Viertelleben nur noch. Was? Hey, warum ist sie denn zu kalt? Was hab ich denn noch an? Weil ich keine Hose an hab. Ach so. Ich hab eine Hose an. Und da ist meine Taucher. Ich greife jetzt mal diese kleinen Krebse an, ne? Die sind zwar. Ja, mach. Man sagt ja immer, die sind so ein bisschen tricky. Oh mein Gott, ich muss hier schnell. Hallo. Wo komme ich hier an Land? Oh mein Gott, ich kann schon Gott sei Dank auf meinen Hai stellen, Alter. Ich pack mal meinen Hai lieber hier. Ich bin so low. Das sind doch diese komischen Tintenfische. Gut. Ich greife die so an, die Haie. Ja. Wahrscheinlich die Haie, die Krebse, wollte ich sagen. So. Jetzt ist hier aber mal Ruhe. Ich will die Krebse mal angreifen. Daneben. 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 Hä? Aha. Kann der hochschwimmen? Nee, du kleiner Loser. Alter, ich regeneriere halt so gut wie kein Leben, ne? Ja, wie soll ich den denn jetzt töten hier? Geht ja nicht. Jetzt hat ich greife jetzt mit dem Hai an. Hai happen. Angriff.
Wird auch geregelt. Ja, er gibt auch schwarze Perlen. Ja, stabil. Dann greifen wir die Kleinen mal an hier. Ich glaube, die konnten einen auch irgendwie so ein Stück weit betäuben, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, wie die können. Keinen Plassen. Ich sag mal so, Gott, die sind so noch mein Party. Ich habe seitdem wir in der Höhle auf der Akkuinsel waren, habe ich einen Stoffhut. Einen überragenden Stoffhut. Ja. Mit dem Partyhut, den. Der ist so gut, der war mir schon so oft das Leben gerettet, weil der einfach einen Unterkühlungsschutz von 45 hat. Die scheiß Tauchermaske hat einen Unterkühlungsschutz von 15. Der ist einfach, der hat 30 mal mehr Unterkühlungsschutz. Ich lasse ihn jetzt auch unter Wasser an, Alter. Ist mir scheißegal, sehe ich halt weniger. Juckt mich halt nicht. Ja, du bist ja eh auf dem Hai. Hast du die Ansicht eh nicht, oder? Doch, du hast die Ansicht. Ich hab keine Ahnung. Also ich hab die gerade mal getötet, die kleinen Krebse. Mhm. Und hab 14 Perlen rausbekommen, schwarze. Hier ist ein Speckfisch. Ich das mal hier rüber. So. Das ist durch bessere Gewichtsverteilung. So, 170 von 300 Leben, ein bisschen muss ich noch laden. Ja, ich glaube, man merkt, dass ich schon ein paar Level gemacht habe. Ich gehe kaum Level ab. Vielleicht greifst du die falschen Tiere an. Nö. Ich bin halt immer viel Haie am Kloppen. Tatsächlich, wenn wir irgendwo in der Action sind, sind immer die Haie, die ich irgendwie... Ich habe gerade eben bei dem Alpha-Megalodon, ich glaube... Von den ganzen Haien, die da ankamen, habe ich glaube ich 4 habe ich davon geholt. Kann ja sein, dass die irgendwie ein bisschen mehr XP geben als andere Tiere. Aber ich bin gerade auch hier die Haie am Töten. Und so ein Chitinfisch. Chitin, ja, die halten halt aus wie Arsch, wirklich, ne? Der Hai hat aber jetzt auch hier ein bisschen mehr Level. Ich warte jetzt gerade, bis mein Leben komplett voll ist. Level 180er Megalodon. Alter, ja, das ist so typisch. Und der das sah halt auch typisch. Einfach nicht scheiße aus, ne? Wir sind nicht auf der Suche nach einem Tier zum Zähmen auf einmal. Nur noch High Levels. Ja. Verstehst du? High Level. Ja. Och, Mensch. Ja. Irgendwann. Oh, ne, wir lassen die ja eh bumsen, wenn die High Level sind. Ja, da kommen EOP-Haie raus. Also von daher. Wo bist du denn jetzt, oder was machst du? Ich bin gerade an der Eisscholle und stehe auf meinem Hai. Achso, perfekt. Dann ziehe ich ihn mal ein bisschen noch weiter, so. Ja. Das ist aber so ein Riesenfisch. Töte ich es einfach nochmal. Bist du schon irgendwie viel weiter geschwommen oder bist du noch ich ungefähr denke in der gleichen nicht. Ecke? Bin eigentlich schon in derselben Ecke. 50 Leben, was heilen muss, das geht relativ fix jetzt. Na scheiß drauf, ich komm runter. So. Das ist noch so ein Riesenfisch, Alter. Wenn du hier jetzt mit Floß hergefahren wärst, also du wärst ja Knitter am Arsch gewesen. Oh mein, ich sehe den Riesenfisch. Ist Alter, der ist ein Alpha. Oh ja. Mein Gott, ja, ich sehe den auch. Oh mein Gott. Ja, moin, welches Alter. Level ist der? Klatschen wir, gehen wir drauf? Der ist immer auch eins. Ja, wir gehen drauf. So, ja. Easy. Alter, der ist... Alter! Alter, ist der schnell. Ja, der hat halt eine Bewegung, die so schnell ist, wirklich, ne? Ja gut, das ist halt ein easy clap, würde ich mal sagen, an der Stelle. Ja, das war's. Haihappen hat's getötet. Was hat er drin? Hat er überhaupt irgendwas? Inventar? Weiß ich nicht. Hö? Was ist das denn? Ich hab ein Level bekommen. Was ist das? Alpha Legistan. Diese Trophäe beweist, dass du bla 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 irgend so ein... Eine Trophäe? Ja, also das sind ja alles so Trophäen. Achso. Brauchen wir den vielleicht auch? Ja, nehm ich ihn einfach mal mit. Alter, es ist manchmal einfach nur nervig. Du killst manchmal die Haie, kriegst nicht das Inventar. Das nächste Mal killst du die Haie und baust die nicht ab, kriegst trotzdem das Inventar. Ja. Dumm. So, ich könnte... Wir können los. Wir können weiter. Gab mal ein klein wenig Force-Feeding. Der hatte auch noch irgendwie einen Skin. Ignoriert. Der hatte noch irgendwie so einen Skin. Was ist das denn hier für ein Skin? Ein Kapitänsmützenhut. Lol. Ja, moin. Lol, Alter. Oh Gott. Ah, wieder auf 14 Perlen von diesen kleinen Krebsen da, ne?
Ich pass mal auf, ich habe gerade diesen Alpha, als ich ihn gekillt habe, hatte ich ein Level. Dann habe ich hier zwei normale Haie gekillt, habe jetzt wieder zwei Level. Hä? Okay. Ich glaube, die Haie bringen gut Level. Bringt gut XP. So, den Rest schmeiß ich einfach raus. Mein Leben geht genauso schnell runter, wie es hochgeht. Ne? Es ist so sinnlos hier im Eisgebiet für mich. Da vorne ist ein Speckfisch. Hier und ich gehe noch einmal auf Leben. Raus. Wo ist der Speckfisch? Hier vorne. Da. Ja, für mich ist das gerade richtig kritisch. Ansonsten hier. Schwimmen wir wieder auch zurück. Gleich theoretisch raus. Dann schwimmen wir zurück und schwimmen die andere Seite entlang. Nee, zurückschwimmen macht jetzt keinen Sinn. Wir sind oben links an der Ecke. Ja? Das ist, ja, wir sind, das würden wir jetzt quasi die Hälfte wieder zurückschwimmen. Ach, was will denn jetzt der Manta-Rochen von mir, Alter? So, ich hab den Speck. Ja, guck mal, ich bin so wendig. Guck mal, siehst du, wie wendig ich bin? Ich schwimme einfach weiter. Ich kann den nicht angreifen. Jetzt hab ich ja den ganzen Scheiß drin, ey. Ja, ich auch. Ich würde ihn auch gerne rausschmeißen, aber ich hab irgendwie so einen Manta-Rochen am Arsch. Grad. Und da ist dann einmal die Taucherausrüstung weggegangen, die kaputte. Geil, können wir neu bauen. Easy. Alter, verpisst euch bitte! Action hier noch. Danke. Ja, du kriegst wahrscheinlich noch eher jetzt die Level, weil du noch nicht zu viel gelevelt hast. Ich hatte ja meins sozusagen eine Folge vor dir, weißt du? Da habe ich ja schon ein paar Sachen geklatscht. Da habe ich auch recht viele Level bekommen. Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich so auf die großen Tiere. Ja, wir müssen, also wie gesagt, allein für mich jetzt vom Leben her, von der Kälte ist es halt sinnlos, weiter hier rumzupimmeln. Müsste eigentlich schon längst wieder hochgehen und wieder Leben aufladen. Ich habe schon wieder unter Hälfte. Ah, hier sind wir. Gut. Aber das letzte Mal, weißt du, da wollten wir eigentlich nur in die Höhle. Wie viele Speckfische haben wir gesehen? Ne? Wir kamen ja keinen Meter weit. 1000. Und jetzt sind die schon wieder was seltener, ne? Ja, jetzt ist mir auch arschkalt hier gerade. Aber jetzt wieder nicht. Nur für den kurzen Moment. Konntest du gerade eben unter Wasser nicht essen? Du kannst wenn du die Maske auf hast, kannst du nicht essen unter Wasser. Ich hab die Maske auf. Und kann essen. Die Brille. Ja, aber dann kann ich eigentlich essen. Eigentlich nicht. Ich hab gerade gegessen. Hallo Blesius. Dann kannst du die Maske nicht aufhaben. Doch, hab ich. Oder ist es bei dir verbuggt? Ich hab mich hier einfach mal in Action begeben. Ja. Ein Blesio ist auch dead. Alter, dieser ganze Müll im Inventar. Oh, der ist auch dead. Das Leder nehme ich halt immer mit, aber eigentlich haben wir ja genug Leder. Die Lederkiste ist voll. Ich schmeiß das Leder raus. Ich hab quasi gerade aus Stand jetzt nichts im Inventar quasi. Alpha Megalodon. Über mir. Ach ja, gut, das ist schlecht, weil ich quasi tot. Ja, ich komm mit. Ja, ich muss auch, ich muss. Oh ja, es ist gerade schon wieder perfekt alles, wirklich. Lad dein Scheiß Ausdauer auf. Weite den gerade schon. Sollte ich auch eigentlich Schaloyne hinbekommen. Ja, Qualen, pass auf. Oh, ja, perfekt. Das war schlecht. Das war zu spät. Das ist jetzt sehr schlecht. Der kommt da jetzt im Leben nicht raus. Wir müssen im Prinzip die. Ja, der wird jetzt sterben. Das ist jetzt. Die Quallen habe ich nicht gesehen. Ja, der ist jetzt jeden Moment tot. Ja, der hat jetzt. Ich habe gerade eine Qualle getroffen von hier. Ich bin gerade mit. Ja, noch eine Qualle getroffen. Ja, der ist jetzt tot. Guck mal, wie blutig der ist. Der Alter Mann! Ist gerade nervig. Ja, ist tot. Oh mein Gott. Ja, mein Mann heißt dann dead. Werde ich auch sterben. Den Alpha habe ich auf jeden Fall abgelenkt. Komm mal mit, Alfie. Ja, andere Viecher aber noch bei mir. Alter. Ich versuche den mal noch abzulenken. Oh, ich hänge hier an einem scheiß Stein. Jetzt ist mein Atemgerät noch kaputt gegangen. Okay, ich habe die Tiere eigentlich von dir abgelenkt. Sehr gut, sehr gut. Och man, Alter, wegen den Quallen schon wieder. Jetzt ist mein Hai schon wieder tot.
Und ich hänge einen Quallen. Nee, sind Zitter alle aus dem Nichts. Quallen dürfen jetzt nicht zu nahe kommen, sonst habe ich echt die Arschkarte. Ich muss auf jeden Fall ein Stückchen weit. Ja, ich. Ja, okay, entspannt euch doch mal bitte. Okay, ich werde jetzt auch sterben. Ich werde verhungern. Ich werde kaputt gehen wegen Essen, wegen Kälte. Ich muss jetzt ganz schnell. Ja, das wird jetzt sehr kritisch. Warum bin ich denn so lahmarsch? Ich bin nicht so schwer oder was? Ah, ich bin so schwer. Ich werde jetzt sterben. Ich werde jetzt sterben. Samen in meinem Inventar. Ja, bin tot. Ich werde jetzt sterben. Ich bin, Nein. Jetzt hat der Alpha meinen Dings angegriffen, aber der ist auf. Vielleicht kriegt ihr das noch selber geschissen, irgendwie mein Hai, sonst ist der jetzt auch tot. Ich werde jede Sekunde sterben. Ich glaube, ich kann mich da auch nicht mehr gegen heilen. Ne, ich kann mich nicht ganz schwach nur gegen heilen. Jetzt bin ich noch geschockt hier, Alter. Mein Hai macht hier gerade richtig Harakesh mit allen Tieren da unten. Hat er irgendwas gekriegt? Ich wollte bitte nicht. Ja, jetzt mitten HP im Eisbiom, ey. Auf einem HP, was laber ich? Auf 21 HP. Mitten im Eisbiom jetzt und so eine Scheiße, Alter. Ganz ehrlich. Ich kann mich nicht hoch. Ich kann nicht. Ich bin auf 21 Leben hänge ich fest. Ich kann nicht mehr hochheilen. Ich bin 21 HP. Geht immer runter auf 20 HP. Ist dein Hai noch macht da? Hier noch Harakesh, ja, da der ist auch gerade wieder bei mir. Oh, es kommt noch ein Eissturm dazu. Ja, wir werden jetzt elendig verrecken. Oh, Alter! Wir werden jetzt hier verrecken. Wir sind im. Okay, weiter, weißt du, weiter kannst du nicht vom warmen Gebiet weg sein. Was ist das? Nein! Nee, das hält mich gerade schon wieder einfach zu sehr auf. Ich habe jetzt auch kein Essen mehr. Wir haben nichts zum Craften, kein Feuer. Wir sind auch schon wieder so dämlich gewesen und haben nichts. Ja, ich werde jetzt hier nicht 19 Leben. Kannst du mir jetzt beim Verrecken zugucken? Warte mal, ich pack ab. Ich kann mich auch wegen diesen scheiß Taucherlatschen nicht so schnell bewegen. Hat er noch irgendwas cooles im Inventar? Nee. Warum ist der jetzt halt. Hallo? Kann der nicht selber reagieren? Ist der eigentlich behindert? Der ist auf nur Folgen. Warum greift der denn nicht an? So, ich packe jetzt hier schnell mein ganzes Stuff in den Hai rein. Meinst du, der Hai überlebt hat hier? Der kriegt das hin. Der hat gerade den Alpha, die Quallen, der hat alles geklatscht gerade. Ach, das, was ist da? Bitte, was ist das hier gerade schon wieder für eine Situation? Ich hab meinen ganzen Stuff auch reingetan. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist eigentlich schon wieder lachhaft bis hingegen. Ich hab die Quallen leider nicht gesehen. Wir sitzen hier in einem Schneesturm. Es kann nicht schlechter laufen. Ja, ich werde jetzt hier verreckt. Ich habe meine Rüstung auch reingepackt. Ich packe jetzt auch alles rein. Ja, nochmal gucken auf der Map. Hier oben auf der Insel bin ich. Fliege ich jetzt direkt hin, hol meinen Stuff. Ja, Leute. Also, du bist auf Anhalten und auf jeden Fall auf Neutral, Alter. Was ja, soll ich sagen? Ich habe die Quallen nicht gesehen. Nimm meinen Leib und nag dich daran. Nee, tu mal bitte meine Tauchermaske noch da rein, die hab ich nicht geschafft auszuziehen. Ja, ich werde jetzt auch jeden Moment, ich bin jetzt auch tot. Alter, das ist doch dämlich. Hast du es geschafft, im Bett zu spawnen? Nö. Perfekt. Das ist jetzt die erste. Wenn du es jetzt immer noch. Also, du kannst jetzt nicht im Bett spawnen, richtig? Nö, für 5 Minuten nicht. So, pass auf, ich mach jetzt direkt das hier, abreißen. Ein Bett reiße ich ab und wir bauen jetzt ein Bett irgendwo anders hin, auf jeden Fall. Irgendwo, das kann am Arsch der Heidi jetzt von mir aus stehen, aber ich möchte jetzt, dass wir ich zu kann im Bett spawnen. Was? Ich kann im Bett spawnen. Ja, weil ich jetzt eins abgebaut habe, weil die einfach nur nebeneinander standen. Haha. Das gibt es nicht. Alter, diese scheiß Quallen, Alter. Ich hätte den Alpha. Wenn der. Also. Ich sag mal so, wenn mein Megalodon jetzt blutig gewesen wäre, dann wäre ich noch weggeschwommen. Du brauchst dich nicht rauszureden, du warst unvorsichtig. Ja, du warst einfach unvorsichtig. Und dann waren diese scheiß Quallen da, Alter. Wie baue ich ein verficktes Bett, so, wo ich drin? Ich zieh jetzt meine Rüstung an und hol den ganzen Stuff. Ja, da, was brauche ich hier für? Fasernholz, Lederstroh, meine Fresse. So, ich hab diese ganzen Skins. Das Bett jetzt so weit an den Arsch der Heide, ne? Scheiß Skins. Weißt du, diese Folge allein schon wieder. Das kann doch nicht sein, dass wir jedes Mal, wirklich jedes Mal, auf den Sack bekommen. Och, meine Rüstung ist doch noch in dem. Och, so, pass auf, weißt du, was ich jetzt mache? Ich habe jetzt gerade den Plan. So, wie viele Betten kann ich jetzt machen? 3. Ich baue jetzt hier 3 Betten. Ja, ich nehme hier Dings.
Clifford, ich hol mal meinen Stuff wieder, ne? Naja. So, und Leute, ich jetzt einfach mal nur für euch nebenbei. Ich nehme jetzt 3 Betten. Ein Bett ist jetzt in unserem normalen Haus. Ein Bett tue ich jetzt ins Zähm- und Bums-Gehege. Tue ich einfach hier irgendwo an den Rand Allein setzen. Dieses Wetter jetzt auch schon wieder, weißt du, es triggert jetzt alles schon wieder. So, hier so. Und zack. Ein Bett tue ich hier draußen ans Wasser setzen, neben die Futternapfdinger. Ach, kann nicht gesetzt werden, muss auf dem Boden platziert werden, perfekt. So, da ziehe ich jetzt mal alles an. Das ist so lächerlich eigentlich, wirklich, es ist... Das Prime, komm mit. Macht mich schon wieder in einer gewissen Hinsicht halt auch sauer. So, Leute, ich würde jetzt aber hier auch die Folge beenden. Wir sind jetzt genau bei einer Stunde. Perfekt. Optimal, wird noch ein bisschen rausgeschnitten. Es gibt gefühlt nichts zum Rausschneiden. Doch, wo wir das zurückbringen. Ja, die 20 Minuten. Auf jeden Fall, ja, haben wir wieder auf den Sack bekommen. Wir lernen halt auch einfach nicht daraus. Oder was heißt, wir lernen halt schon daraus, aber ich habe halt die Quallen einfach nicht gesehen. Und dann hatten wir halt dieses altbekannte Problem, du machst ihn auf Folgen. So. Er ist auf Passiv, also er kommt da aber einfach nicht mehr raus, er schafft es hey, nicht. Die Quallen sind zu stark, die können sich nicht bewegen. Du kannst dich halt, du bist halt gestunt so. Das Tier ist automatisch gestunt und kann da nicht weg. So, wir brauchen diesen Speckfisch. Kommt dann noch der, ja, aber selbst der bringt ja nichts. Was soll der machen, an dem Ohr von den Quallen rumknabbern? Den kann ja, aber tanken. Du... Ja, aber der bringt halt nichts. Du machst ja keinen Schaden mit dem. Nicht? Der wird ja keinen Schaden machen. Also du kannst ihn ja nicht vergleichen mit einem Müssen Dialog wir auf jeden Fall mal ausprobieren, weil wir haben den noch nie gezähmt. Mir ist arschkalt, ich habe doch eine Rüstung an. Ach, egal. Ja, wir fliegen mal so lange hier durch das warme Gebiet. Ja, Leute, also wir müssen auf jeden Fall dem mal zähmen. Vielleicht ist das der Game Changer und da... Wahrscheinlich ist er das sogar, weil er gegen die Quallen immun ist. Ganz ehrlich, das geht halt auch alles immer so schnell. Wir sind halt jetzt auch original wieder eine komplette Folge zurückgeschmissen, ne? Hm. Ist und jetzt halt die Frage, was dir. Wir Nein, in der nächsten Folge machen. Das Ding ist, es wird, wenn wir jetzt nach High für dich suchen, es wird nirgendwo ein High-Level-High spawnen, ich schwör's dir. Gib ich die Brief und Siegel drauf, wird keiner spawnen. Vor allem, jetzt hatte ich den ja auch schon ein bisschen gelevelt und so ein Scheiß, ne? Ich hab grad überhaupt gar keinen Bock auf Unterwasser, ne? Gar keinen Bock. Mann, irgendwas anderes. Mann, irgendwas anderes, keine Ahnung. Leute, auf jeden Fall beende ich jetzt hier die Folge, weil ich werde jetzt nur noch meine Sachen holen. Ein goldener Loot Drop. Ja, dann sehen wir uns. Ich sag mal, auf dem selben Stand wie vor ein paar Minuten zuvor, nur ohne ein Hai. Richtig. Weniger. Sehr ja. Gut ausgedrückt. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir deinen Hai denn da überhaupt wieder weg, ne? Ich hätte dich wahrscheinlich mitnehmen müssen, ne? Ich flieg da jetzt gleich mit meinem Vogel hin und nimm den Vogel gleich auf Folgen und flieg da mit dem Fisch zu, schwimm da mit dem Hai einfach zurück. Ja. Wir nehmen am besten den Greif, weil der Greif ist schneller. Ja. Weil ich flieg gerade mit dem Adler, Mann, weil dann kann ich den Stuff nämlich alles mitnehmen, weißt du? Yep. Leute, für heute soll es das gewesen sein. Wie gesagt, wir holen jetzt unsere Sachen zurück. Ja. Und überlegen dann mal zwischen den Folgen, was wir genau machen wahrscheinlich. Gehen wir doch wieder ins Wasser oder so. Und ein Hai zu finden. Habe ich eigentlich jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Naja, schaltet einfach am Freitag wieder ein. Wir sind für heute raus und ciao. Ciao.